Da drüben. Sie, Liebling. Ist das nicht großartig? Einzigartig, mein Täubchen. Wirklich einzigartig und so lehrreich. Die alten Marsbewohner sind Meister der Baukunst gewesen. Oh, Liebling, ich bin gestolpert. Mein Fuß, er tut schrecklich weh. Oh, mein armes Täubchen, setz dich hier auf den Stein. Wir können die Schätze der Vergangenheit auch im Sitzen genießen. Es ist wundervoll, nicht wahr? Ja, Liebling, es ist herrlich. Der Mars ist wirklich ein interessanter Planet. Und so schön, mein Schatz. Wir werden es hier gut haben, wir und unsere Kinder. Ja, Liebling, du hast recht, wie immer. Nur was macht dein Fuß, mein armer Schatz? Tut er immer noch weh? Oh nein, Liebling, es geht schon wieder. Captain Ronson ist ja nicht in der Nähe. Der Verhandlungsraum. Auf den beiden Plätzen da drüben werden die Prinks sitzen. Der dritte Platz an der Seite wird leer bleiben. Der Dolmetscher ist plötzlich krank geworden. Darf man erfahren, warum? Er hat das Essen nicht vertragen. Es muss irgendetwas darin gewesen sein, was ihm nicht bekommen ist. Und wer hat das hineingetan? Einer von Colonel Langs Leuten. Mhm. Wir haben lange genug gebraucht, um herauszufinden, was die Prinks vertragen und was nicht. Und hier wird der Minister für intergalaktischen Handel sitzen. Er hat sich extra zu diesem Zweck von der Erde hierher begeben. Leider wird er jedoch in letzter Minute krank werden und muss einen Vertreter schicken. Und das bin ich. Dann hat Colonel Langs Ihren Plan also doch gebilligt? Er hat. Endlich. Es war höchste Zeit, dass wir diesem Spuk ein Ende machen. Und wenn Sie sich irren, wenn sich nichts ereignet? Dann wird es eben eine Verhandlung geben über Fragen der Handelsbeziehungen zwischen Menschen und Prinks. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Ja, davon bin ich überzeugt. Und welche Rolle soll ich dabei spielen? Überhaupt keine. Sie halten sich draußen bereit. Der Colonel hat mir ganz schön den Kopf gewaschen, weil ich Sie zu dem Raumschiff mitgenommen habe. Mit Recht. Sie könnten mir wenigstens jetzt sagen, was Sie eigentlich vermuten. Tut mir leid. Staatsgeheimnis. So, und nun verschwinden Sie. Ich muss mich auf meinen Auftritt als stellvertretender Minister für intergalaktische Handelsbeziehungen vorbereiten. Viel Glück, Pete. Danke. Und nun verschwinden Sie endlich. Es ist noch niemand da. Sie sind unhöflich, diese Erdmenschen. Eine minderwertige Rasse. Sie werden dafür büßen. Wir brauchen nicht mehr lange. Dann haben wir genügend gesehen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sind die Letzten unserer Rasse. Sie werden sterben, alle auf einmal. Und Sie werden nie erfahren, wer nach Ihnen Ihre Planeten bewohnt. Es ist die letzte Verhandlung. Dann kehren wir zu unserem Schiff zurück und schicken die Strahlen über das ganze System. Es wird schnell gehen. Dann brauchen wir diese lästigen Körper nicht mehr und können uns wieder frei bewegen. Ruhig, Sie kommen. Captain Ronson. Sei ruhig, wir gehen. Er hat uns noch nicht gehört. Sie irren sich. Ich habe Sie gehört. Kehren Sie ruhig zu Ihrem Schiff zurück. Ihr Spiel ist aus. Wie wäre es mit einem Gulasch à la Ganymede, Miss Henderson? Oh, nie wieder, Captain. Das war das erste und das letzte Mal. Vielleicht erklären Sie mir erst einmal alles. Sie haben mich ganz schön im Unklaren gelassen. Ach, das meiste werden Sie inzwischen selbst erraten haben. Das Pärchen, das wir dreimal gesehen haben, auf Ganymede, in Eurocity und Marstown, waren die Prinks. Sie waren tatsächlich Teleporter. Nur deshalb konnten sie sich überall ungehindert bewegen und so spurlos verschwinden. Aber Ihr Aussehen, Captain. Sie sahen doch den Prinks überhaupt nicht ähnlich. Auch diese Echsengestalt war nicht die wirkliche Erscheinungsform der Prinks. Gleich nachdem sie gemerkt hatten, dass ich ihr Gespräch gehört hatte, teleportierten sie sich in ihr Raumschiff und dort kamen sie in ihrer wirklichen Gestalt an. Wir haben Aufnahmen davon. Sie sahen aus wie durchsichtige, schimmernde Bälle. Mit anderen Worten, sie hatten keinen festen Körper, konnten aber jede beliebige Körperform annehmen.
Ihr einziges Handicap war die Sprache. Wenn Sie eine feste Gestalt annahmen, mussten Sie sich durch unsere Sprache verständigen. Und aus irgendeinem Grunde hatten Sie dabei immer dieselbe Stimme. Deshalb wollten Sie auch nicht, dass wir Sie auf dem Schiff sprechen hörten. In Ihrer ursprünglichen Form verständigten Sie sich durch Telepathie. So müssen wir das wohl nennen. Sie meinen, Sie konnten Gedanken lesen? Nein, das nicht. Zu unserem Glück. Sonst wären Sie kaum in unsere kleine Falle gegangen. Nennen wir es besser eine Art Funkverständigung. Von welcher Falle sprechen Sie? Die in dem Verhandlungszimmer? Nein, die kleine Falle, die wir beide Ihnen in Ihrem eigenen Raumschiff gestellt haben. Wir beide ist gut. Ich habe bis heute keine Ahnung, was Sie dort eigentlich gemacht haben. Ja, das eine sagte ich ja schon. Ich habe Kameras angebracht. Außerdem noch eine ganze Batterie von Lehmstrahlern, die sich bei jeder Bewegung innerhalb des Schiffes automatisch auslösten. Wir wollten sie fangen. Colonel Lange hatte einen Versuch mit dem Dolmetscher gemacht. Die Lehmstrahler wirkten auch bei den Prinks. Nur tödlich. Als wir das heraus hatten, war es bereits zu spät, um noch etwas zu ändern. Naja, vielleicht ist es so am besten. Bestimmt, Captain. Sie brauchen sich deshalb keine Vorwürfe zu machen. Ich glaube nicht, dass ich das jemals tun werde. Sie haben die letzte Unterhaltung der beiden auf der Erde nicht mit angehört. Sie wollten alle Menschen durch irgendwelche Strahlen töten, um die Erde für sich zu haben. Das ist furchtbar, Captain. Sie müssen völlig gefühllos gewesen sein. Tja, Sie dachten anders als wir. Viel zweckgebundener. Es ist durchaus möglich, dass Sie gar keine Gefühle kannten. Aber eines ist mir immer noch unklar. Warum sprachen Sie so eigentümlich, wenn Sie in menschlicher Gestalt waren? Nun, das ist das einzig Erheiternde an der ganzen Angelegenheit. Um unsere Sprache besser zu lernen, das mussten Sie, weil Sie zuerst die Lebensbedingungen für sich auf dem Planeten erforschen wollten, hatten Sie sich Berge von alten Büchern in Ihr Schiff geholt. Wenn Sie dann in menschlicher Gestalt unter Menschen waren, spielten Sie einfach irgendeine der Rollen aus den Büchern. Dass das manchmal recht komisch war, lag eben daran, dass Sie keine Menschen waren.